wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, aus Kiel. Ja, es ist Anfang September und wer meinen Jahresrhythmus ein bisschen kennt, der weiß, Zeit für die nächste Skandinavienreise und zwar dienstlich bedingt. Wir waren ja gerade erst in Skandinavien, werdet ihr jetzt vielleicht sagen, genau das war Urlaub, beziehungsweise Blog-Thema. Wir waren in Dänemark, die Videos habt ihr gesehen hoffentlich, ganz viele tolle Videos, die verlinke ich euch nochmal hier unten drin. Jetzt, nächster Punkt ist Skandinavien im Sinne von Schweden und Norwegen. Es geht um die Messebetreuung dort. Und ich bin heute Morgen am Montag nach Kiel gefahren, lief alles ziemlich gut, bin jetzt im City Park, immer so die traditionelle erste Anlaufstelle. Ich mache die Tour jetzt zum dritten Mal. 2016 habe ich auch gefilmt, ihr könnt mal vergleichen, wie die Videos damals waren, wie die heute sind und was sich so verändert hat und was sich so tut. Ich weiß schon ein paar Sachen, die anders werden, aber das erfahrt ihr dann auch später. Auf jeden Fall geht es heute Abend mit der Fähre, mit Stena Line nach Göteborg. Da freue ich mich total drauf, weil diese Fährfahrten mache ich irgendwie immer gerne. Und dann geht es morgen früh von Göteborg nach Schönköping. Dort ist die Messe Elmia in Schweden mit zwei unserer Händler. Ich nehme euch dahin mit und wenn wir die Woche gut überstanden haben, dann dürften wir weiterfahren nach Norwegen zur nächsten Messe. Also, das ist der Plan. Das Wetter ist wie die letzten beiden Jahre auch absolut genial. Es ist warm, es ist sonnig für Anfang September, so muss es sein. Das heißt, auf dem Schiff wird es gleich wieder Musik geben und die ganze Abreise wird richtig schön sein. Aber zuvor hat der liebe Gott noch eins gestellt, nämlich den Großeinkauf. Da ich traditionell auf diesen Messereisen immer relativ viel selber im Kolumbus koche, werde ich jetzt erstmal eine große Einkaufstour machen. Ich habe einen Zettel, beziehungsweise eine App, Bringen heißt die, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Und dann werde ich jetzt erstmal loslegen und einkaufen. Und dann sehen wir uns später. So, Einkauf erledigt. Die Schränke sind ein bisschen voll. Ja, ein bisschen voll. Und der Kühlschrank. Ist auch ganz gut voll. Und eigentlich komplett vegetarisch eingekauft. Sehr gut. Eine gute Stunde vor Abfahrt des Schiffes habe ich meine Kabine gefunden. 9934. Im Prinzip wie letztes Jahr, glaube ich, also vielleicht so vor zwei Jahren, habe ich mich ein bisschen vergrößert. Ich habe mich jetzt hier schon zwei Betten, das heißt, ich kann die Hälfte der Nacht da schlafen, die Hälfte der Nacht da. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall Ausblick gibt's. Außenkabine, gucke aufs Rettungsboot, kann ich zur Not fast direkt reinspringen. Das Fenster lässt sich aber dadurch öffnen, doch nicht. Da hinten seht ihr, Moment, da hinten seht ihr das Color Line Terminal, wo ich dann in 15 Tagen wieder ankommen werde. Auf der anderen Seite vom Hafen. So, ansonsten gilt für die Kabine alles da, was man braucht. Ein Fernseher, den ich in der Regel nicht brauche, ein kleiner Arbeitsplatz, den ich vielleicht doch brauche und ein Badezimmer. Mit, seht ihr schon, Dusche. Oh, es war noch ein Vorhang damals, jetzt ist eine Tür, viel besser. Schön, na dann, mal ein bisschen einräumen und dann kann man sich mal ein bisschen umschauen auf diesem Schiff. Ne? Stena Germanica, wie jedes Jahr. Und wie ich noch rechtzeitig festgestellt habe, habe ich in meinem Tarif einen Frühstücksbuffet mit inkludiert. Das ist schön. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Restaurant das serviert wird. Das werde ich jetzt bei der Information nochmal nachfragen. Und dann können wir rausgehen und gucken, was da los ist. Wetter ist ja super warm. Das Frühstücksbuffet ist im großen Buffet-Restaurant morgen früh, das ist schon mal gut. Sollte dann wahrscheinlich ganz ordentlich sein von der Auswahl her. Und dem ersten habe ich schon geholfen, seine Kabine zu finden. Ja, Dr. Boat. Naja, ich sehe halt immer irgendwie so aus, als könnte mich was fragen. Ne? Ein Blick auf den Hafen, hier im Innenbecken, da drüben das Color Line Terminal, wie gesagt, dort geht es dann von Oslo hin. Wert.
Ja, das waren ein paar Eindrücke von der Kieler Förde, wo wir jetzt rausgefahren sind. Gerade noch das Marinedenkmal von La Boe. Sehr schön, da möchte ich eigentlich auch mal überall hin. Muss ich nochmal nach Kiel ohne Fähre. Ne? So, jetzt habe ich einen großen Wunsch noch. Es ist jetzt 7:30. Jetzt habe ich riesen Hunger und ich habe auch schon einen Plan. Die Tradition ruft. Ausziehen, ein Flugzeug hängen. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ein tausendfach superschöner Sonnenaufgang. Es ist 7:45, 7:20. Schlafen habe ich so oben. Lala, das ist auf dem Schiff völlig normal. Ist nicht viel zu Hause oder im Bus. Auf jeden Fall jetzt habe ich ja Frühstücksbuffet dabei. Und das gucken wir uns jetzt mal an. In etwa 2 Stunden erreichen wir Göteborg. Also da das in meinem Tarif mit dabei war, ist okay. Extra bezahlen würde ich dafür nicht. Es war ziemlich reichhaltig, aber so viele Sachen, die ich gar nicht brauche morgens. Das Rührei ist ziemlich dünn, wässrig. Milchig, wie auch immer. Keine Nutella, dafür aber kleine Schoko-Muffins immerhin, die sehen wir dann gleich noch. Ja, Lachs, ne? Brot brauche ich morgens nicht, macht eh nur dick. Haha, zu spät. Naja, gut. Aber wie gesagt, ich habe auch gar keinen Hunger, weil die Köttbullar waren gestern so viel. bisschen was essen und trinken auf jeden Fall, damit wir gleich gut in den Tag starten können. Sowas habe ich noch entdeckt. Blaubeeren und Pfannkuchen. War wohl ganz gut, dass ich früh da war. Das ist dann der doofe Teil der Überfahrt, wo man im Auto sitzt auf Deck 5 an der braunen Treppe und es geht nichts los. Ne, wo man doch Termine hat hier, Messe. Naja, Geduld ist gefragt und dann etwa 2 Stunden Fahrt bis Schönschipping. Also ich hoffe so gegen Mittag vor Ort zu sein und dann sind wir sehr gespannt, ob die Autos da drin stehen, die da hin sollen. Und was wir noch tun müssen. Und ob wir einen Campingplatz bekommen haben. Frederik hat gesagt, ich habe einen Platz mit Elektrik, also mit Strom. Wehe, wenn nicht. Dann gehe ich in das Hotel und dann ist alles egal. So, bis später. Das ist 20 vor 10, das geht ja noch. Du möchtest, dass ich darüber fahre, das machen wir sehr gerne. Hauptsache raus, hier ist ein Cue. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf meiner Begertan. Genau. Sag ich das. So, wo ist jetzt hier die Ausfahrt? Ausfahrt. Wir wissen es nicht genau. Irgendwo hier. Lass mich raus aus diesem Hafen.
fahre immer einfach. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube schon. Solange keiner winkt und schreit, fahren wir einfach weiter. PKW ist hier lang. So, jetzt haben wir es aber. So, tatsächlich. Rechts abbiegen, ja, auf meiner Begatan, dann links auf die Auffahrt E45 abbiegen. Also fürs nächste Jahr mal merken, hinter der Brücke kommt auch ziemlich schnell der Anleger. Aber hat ja alles perfekt geklappt. So, jetzt fahren wir erstmal los und ich sag bis später.